Guten Tag, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirm und hier im Studio. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trotha trifft. Ich treffe ja sehr unterschiedliche Menschen, aber heute ist es ein ganz besonderer Mensch. Und jeder, der mit Pferden zu tun hat, wird jetzt begeistert sein, welchen Gast ich habe. Und ich habe als Gast und begrüße mit ganz besonderer Herzlichkeit Frau Andrea Kutsch. Sie sind, ich sag mal, glaube ich, die weltbekannteste Pferdeflüsterin. In Deutschland, in Europa, weltweit bekannt. Sie reisen durch die Welt. Das war große Schwierigkeiten gemacht, Ihren Spuren zu folgen. Leider immer vergeblich, weil ich so schnell gar nicht Ihnen folgen konnte. Gleichwohl haben wir es doch geschafft und eigentlich fast durch einen glücklichen Zufall, dass Sie nun in diese Sendung gekommen sind. Nochmal, dass Sie sich diese Zeit nehmen. Sie sind ja auch schon wieder auf den Sprung nach Hamburg, in Ihre Heimatstadt zurück. Wir verraten auch immer ein bisschen das Alter. Sie haben es mir verraten, ich verrate es auch, weil man es nicht glaubt. Sie sind 44 Jahre und haben wahrscheinlich seit Kindheit mit Pferden zu tun gehabt. Was hat Sie zu den Pferden geführt? Das ist angeboren, glaube ich. Also ich bin von Geburt an begeistert gewesen und das liegt wahrscheinlich noch nicht mal in der Familie. Wir hatten keine Pferde. Ich war die Einzige, die den Zugang zu Pferden gesucht hat und das ist mir ein ganzes Leben lang treu geblieben. Und das war in Hamburg? Nein, das war in Frankfurt. Ich bin gebürtig aus Frankfurt am Main, aufgewachsen in Bad Homburg und mache heute immer noch eine Ausbildungsstätte da. Also ich bin immer wieder in der alten Heimat. Mhm. Und dass Sie nun dazu gekommen sind, mit Pferden intensiver umzugehen, das heißt, diese Pferdeflüsterei heißt ja, einen völlig, im Gegensatz zu frühen Zeiten, völlig anderen Umgang mit Pferden zu haben. Eben unter Verzicht auf Gewalt. Das heißt, keine Peitsche, keine Sporen. Was man bei jedem Pferd immer noch so sieht, also dass hier gang und gäbe, darauf verzichten Sie. Was hat Ihnen diese Erfahrung zum ersten Mal gebracht, zu sagen, nein, ich will das nicht, ich will gewaltfrei mit Pferden umgehen? War das der Umgang, das Sie von Dritten erfahren haben oder war das Ihr eigenes Erkenntnis, Pferde reagieren auch ohne Gewalt? Also es hat eine ganz, ganz lange Zeit von vielen, vielen Jahrzehnten gedauert, bis ich überhaupt erkannt habe, dass der Umgang mit Peitsche und Sporen überhaupt als Gewalt bezeichnet werden könnte. Mhm. Das wird einem ja nicht vermittelt. Da kommt ja jetzt nicht so ein Reitlehrer und sagt, das Pferd geht nicht vorwärts, hau mal mit der Peitsche drauf, tut dem zwar mächtig weh, aber egal, ist unser System. Ja. Das sagt ja keiner. Die sagen dann, nee, Pferde spüren das nicht und nur mal ein bisschen drauf ticken und dann wird einem das so als normal verkauft. Mhm. Und das war ein sehr langer Weg, bis ich irgendwann so ins Bewusstsein gekommen bin, das kann doch nicht rechtens sein, weil wenn die Dinge bei Pferden nicht funktionieren, dann sehen wir eben halt ein ganz schlimmes Abwehrverhalten vom Pferd und das hat sich nie gut angefühlt. Ich bin so oft genug nach Hause gefahren und war wahnsinnig traurig, weil ich immer das Gefühl hatte, das Pferd ist so ein bisschen außen vor. Ich erreiche das gar nicht in seiner Welt und es ist nicht so harmonisch, nicht so liebevoll und nicht so zugewandt zu mir. Ich hatte immer das Gefühl, ich erreiche die gar nicht in ihrer Welt. Und irgendwie muss es möglich sein, mit Pferden zu sprechen, in Anführungszeichen, und so einen Zugang zu finden. Und das war eine ganz lange Wegesreihe, bis ich dann dahin gekommen bin und gesagt habe, ich untersuche das mal ein bisschen. Und dann haben wir die ersten Studien mal so, oder ich die ersten Studien entdeckt und etwas ganz Erschreckendes festgestellt, dass 65% aller Pferde, die auf dem Schlachthof landen, nicht getötet werden, weil sie krank sind, gegessen werden sollen, sondern aufgrund von unakzeptablen Verhaltensweisen. Also sprich, die Pferde machen nicht, was wir sagen. Und dann wird so eine hohe Anzahl von Pferden getötet. Und da dachte ich, okay, da muss ja irgendwas sein, dass wir gegen deren Natur verstoßen. Und vielleicht kann man das verbessern. Und dann begann eine große, lange Reise. Eine große, große, lange Reise, die ja auch wissenschaftlich basiert jetzt stattfindet. Als Sie das die ersten Erfahrungen da machten, waren Sie da, ich sag mal, gerade erwachsen geworden oder kam das erst, nachdem Sie, sagen wir, im Studentenalter waren oder noch danach? Und seit wann sind Sie in diesem Metier so zu Hause, dass Sie das wissenschaftlich basieren, Ihren Umgang mit Pferden? Also ich hatte immer den Wunsch, mit Pferden professionell zu arbeiten. Aber in der Pferdewirtschaft müssen Sie sich so vorstellen, als ob das ein großer Wald von Glaubens
Reitgemeinschaften ist. Mhm. Also wir haben da die Springreiter, die Dressurreiter, alle möglichen Pferdeflüsterer, ob der Monty Roberts heißt, Pat Barelli, Linda Tellington-Jones, da gibt es also einen ganzen Berg an Namen. Wir haben es ja neu in Medien immer, Buck, der wahre Pferdeflüsterer, dann kommt wieder der echte, der andere, der originelle. Also da wird ständig ein neuer geboren. Und die finden so ihren Weg, wie man mit Pferden umgehen kann. Und der mag auch vielleicht ganz gut sein. Und manches funktioniert, manches funktioniert nicht. Und da war so ein bisschen der Punkt, dass ich dann gedacht habe, Mensch, wieso streiten die alle miteinander und wieso machen wir das nicht alle einheitlich? Weil die stoßen immer wieder alle an irgendwelche Grenzen beim Pferd, wo sie nicht weiterkommen. Ja. Und das war dann die Geburtsstunde meiner Erkenntnis. Ich dachte, Mann, die basieren alle auf Glauben, dass sie etwas tun, was sie vermarkten. Die suchen ihre Jünger. Ja. Und keines dieser ganzen Richtungen kann sich wissenschaftlich fundiert beweisen oder auf ein wissenschaftliches Fundament zurückhalten. Also eigentlich so, wenn man es mit der Medizin vergleicht, einen ganzen Haufen Medizinmänner, inklusive mir, die Medizinfrau, die dann irgendwie auch der einen oder anderen Glaubensrichtung gefolgt ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wollen wir mal gucken und das Pferd zu Wort kommen lassen. Und man müsste wissenschaftlich arbeiten und Licht ins Dunkle bringen und eine wissenschaftlich basierte, eigentlich wie das erste Medizinstudium, eine wissenschaftlich basierte Lehre etablieren, die modern unserem Zeitalter gegenüber natürlich gewaltfrei sein muss. Und dass man sich mal von diesen alten Werkzeugen aus 1500, Sie haben es alles schon schön genannt, Peitsche, Sporen, all diese ganzen lustigen Sachen, dass man sich mal verabschiedet davon und zu einer guten Kommunikation mit dem Pferd kommt und damit ja auch schneller und effizienter ist, pädagogisch, psychologisch korrekt und irgendwie Harmonie mit dem Pferd im Einklang erleben kann. Und da kann ja Gewalt keine Rolle spielen. Das ist uns allen kognitiv klar. Und komischerweise wird einem das so ein bisschen verniedlicht mit Spürchen und nur kleinen Ticken und nicht hauen und so. Dann ist das natürlich irgendwie eine schwierige Geschichte, sowas aufzubrechen. Und dann war das mein Weg zu sagen, wir können das nur aufbrechen durch wissenschaftlich fundierte Arbeiten. Wir fangen an, Studien zu machen und beginnen einmal mit einer Trainingstechnik, die aus einem wissenschaftlichen Fundament kommt, die dann eben auch nicht angreifbar ist. Und das wurde von Ihnen selbst entwickelt, dieses wissenschaftliche Fundament, und Sie arbeiten mit ähnlich leidenschaftlichen Pferdeliebhabern zusammen, wie Sie es sind, und versuchen nun das Ganze zu systematisieren, also dem ein wissenschaftliches Fundament zu geben. Sie haben ja eine eigene Akademie gegründet. Ist das der Forschungs das Forschungszentrum Ihrer Arbeit? Richtig, ja. Die Akademie ist in Hamburg, trägt Ihren Namen, Andrea Kutsch Akademie in Hamburg, wenn jemand danach gucken will. Und da haben Sie, das haben wir ja kurz im Vorgespräch auch uns gesagt, da haben Sie auch mehrere Studienabschnitte, will ich mal sagen, in denen Sie ausbilden. Richtig. Die Forschung, die Sie betreiben, werden Sie da von staatlicher Seite oder irgendjemandem unterstützt? Denn das kostet ja unendlich, da forschen zu wollen. Oder müssen Sie das selber generieren, diese ganzen Gelder, um zu forschen? Ja, das ist, haben Sie absolut recht, natürlich eine ganz große, riesige Aufgabe, da der Forschung auch gerecht zu werden. Und ich habe dann zunächst einmal, weil es so einen vergleichbaren Studiengang nicht gibt, einen staatlich anerkannten Studiengang ins Leben gerufen. Und das muss man sich vorstellen, als ob das die Software ist, die ich entwickelt habe und die akkreditiert wurde. Und die dann aber in einer Hardware, in einer Institution angeboten werden muss. Ohne diese Institution kann der Studiengang auch nicht Studierende immatrikulieren. Und zunächst wollte ich das im Bazzaro machen, im Land Brandenburg, und habe dort dann eine eigene institutionelle Akkreditierung als Hochschule für eine sogenannte Hochschule für Equinologie gegründet. Und dann kam das Land Brandenburg aber mit wahnsinnig hohen Auflagen, die langfristig wirtschaftlich nicht haltbar gewesen wären. Und so habe ich den Studiengang genommen, meine Andrea Kutsch Akademie, wie Sie schon gesagt haben, die ist seit eh und je in Hamburg. Und diesen Studiengang, da sind wir jetzt gerade dabei, den in einem anderen Bundesland zu etablieren. Wir hoffen, dass wir im März 2013 die ersten Studierenden immatrikulieren können. Und neben dem gibt es, ich habe in Kooperation mit Universitäten und Fachhochschulen, hauptsächlich aus der Biologie, der Agrarwissenschaft und der Tiermedizin kommend, über 80 Bachelorarbeiten umgesetzt. Da kommt also jetzt schon ein ganz großes Fundament. Und daraus hat
sich eine Trainingstechnik entwickelt. EBEC nennt sich das, hat einen internationalen Namen, weil die Andrea Kutscher Akademie mittlerweile auch in Amerika eine Dependance hat. Und das nennt sich Evidence-Based Equine Communication. Das heißt also wissenschaftlich basierte Pferdekommunikation und auch das daraus resultierende Training. Und aus diesen wissenschaftlichen Studien, die ich mache, entwickle ich aus der Natur des Pferdes kommend eine Trainingslehre, die natürlich gewaltfrei ist, aber vor allen Dingen auch wirtschaftlich sehr effizient ist. Aha. Was ist die wirtschaftliche Effizienz dabei? Dass ein Student, wenn er dies studiert hat, durch ein Examen oder eine Prüfung dann auch als Pferdekommunikator dann tätig werden kann. Was ist die Effizienz? Ja, also die Ausbildung trägt den Namen zum Equine Coach. Man kann sich also ausbilden lassen zum Equine Coach, nicht nur in einem Bachelorstudiengang, sondern jeder kann das lernen. Ja. Jeder, der Pferde lieb hat, gerne hat, Pferdefreund ist oder auch professioneller Trainer ist oder sein möchte. Und die wirtschaftliche Effizienz, die sich daraus ergibt, ist weniger am Menschen zu sehen, sondern ist daran zu sehen, dass natürlich im Vordergrund stehen muss, dass das Pferd auch schnell ausgebildet werden kann. Sie müssen sich vorstellen, dass ja alles, was wir mit Pferden machen, gegen deren Natur ist. Also ein Pferd alleine auf der Wiese, wenn wir das beobachten, das kommt allenfalls auf Fressen und Fortpflanzen. Viel mehr Ideen hat er dann auch nicht. Und dementsprechend ist also alle lustigen Gegenstände, die wir um die herum etabliert haben, alle Disziplinen, denen die gerecht werden müssen, ob die Polo spielen, Rennen, also Springen, Zirkus, Freizeitreiten, ganz egal, das müssen die lernen. Und grundsätzlich sind diese Dinge natürlich gegen ihre Natur und machen ihnen Angst. Das heißt, sie müssen auf eine schnelle Art und Weise lernen, wie sie sich zu verhalten haben und wie sie uns Menschen gerecht werden können. Das wollen sie, es sind sehr soziale Wesen, natürlich auch auf eine schnelle und gute Art und Weise gerne tun. Aber jedes Mal, wenn ich ihnen weh tue, dann schwöre ich natürlich auch Angst, Unsicherheit, klar. Das behindert Adrenalin, Cortisol, wenn wir das im Organismus haben. Auch das Lernen, das heißt, sie können nicht so schnell lernen, wenn sie Angst haben. Lernen über Angst ist da keine effiziente Ausbildungsmethode. Und dementsprechend ist an der Trainingstechnik, die ich entwickelt habe, besonders interessant, dass das Pferd auf eine extrem schnelle Art und Weise lernen kann, was es tun soll. Das heißt, wir haben also im größten Gestüt der Welt, Paul Schockemühle ist ja ein Name in der Branche, vor allem in jüngster Vergangenheit in Verbundenheit mit dem berühmten Weltklasse-Pferd Tutelas. Und er hat in Mecklenburg-Vorpommern ein Gestüt mit über 4000 Pferden und hat mir Tausende von Pferden zur Verfügung gestellt für meine wissenschaftlichen Arbeiten. Und da haben wir, weil ihn interessiert, die Wirtschaftlichkeit. Es muss also, auch wenn es gewaltfrei ist, vor allen Dingen auch schnell gehen, damit der Markt auch zurechtkommt, weil es ist ja ein Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Industrie mit über 5 Milliarden Umsatz in Deutschland, wir haben über 600.000 Arbeitsplätze in der Pferdewirtschaft. Das heißt, wir können jetzt nicht eine Trainingstechnik entwickeln, die gewaltfrei ist, aber es dauert leider 10 Jahre, bis das Pferd dann gelernt hat, dass er über eine Stange springen muss. Also es würde sich nie durchsetzen. Das heißt, es steht im Vordergrund, die Gewaltfreiheit diesem Weg zu folgen, aber auch, dass das Pferd schnell lernen kann und wirtschaftlich effizient ausgebildet werden kann. Und wir konnten anhand dieser Studien, dank der Zusammenarbeit mit Paul Schockemühle, nachweisen, dass es nicht nur schneller ist, sondern vor allen Dingen auch die Pferde leistungsbereiter sind, weil sie einfach angstfreier sind und lernen, Teil des Teams zu sein und lernen, den eigenen Weg zu finden, wie sie sich zu verhalten haben, um eine gute Leistung zu bringen. Und das ist eben halt eine ganz wundervolle Art und Weise, mit Pferden zu arbeiten, die sich jetzt neu ergibt, die eben sehr modern ist und sehr pädagogisch, psychologisch fundiert ist. Gibt es da bestimmte Pferderassen, die dafür besonders geeignet sind? Vielleicht andere Pferderassen, die gar nicht dafür geeignet sind? Und man spricht ja immer von einer engen Beziehung des Pferdes zu seinem Reiter. Ist eigentlich ein so von Ihnen trainiertes Pferd oder ausgebildetes Pferd für jeden Reiter dann geeignet? Oder ist dann doch immer noch eine ganz individuelle Beziehungswelt notwendig zwischen beiden? Ja, es ist total schön, dass Sie das ansprechen, dass die Beziehung zwischen Reiter und Pferd und Mensch und Pferd ja von größter Bedeutung ist. Menschen machen das eigentlich, mit Pferden umzugehen, weil sie sie gerne haben. Weil sie gerne mit ihnen zusammen sind, weil sie gerne in der Natur sind und weil sie einen Beruf ausüben, auch der ihnen Freude bereitet. Umso erstaunlicher ist es ja, dass man dann hingeht
steht und ein Pferd zum Beispiel schlägt für eine Leistung. Mhm. Und das Verrückte dabei ist ja, dass man sich noch nicht mal dessen bewusst ist, dass man das tut und dann damit so viel kaputt macht auch. Also was wir Menschen auch erst seit kurzem umsetzen. Und jetzt revolutioniert das eigentlich auch ein bisschen die Pferdewirtschaft, dass man sagen kann, okay, davon muss man wegkommen und jetzt muss man das auf eine gute, harmonische Art und Weise zusammen machen. Und das ist das, was auch so wahnsinnig sexy an dieser ganzen Geschichte ist, weil nämlich Menschen mit Pferden auf diese Art und Weise viel mehr Freude empfinden können und einfach wahnsinnig viel mehr Spaß miteinander haben können. Erleben Sie Widerstände mit Ihrer Pädagogik? Ist ja eine Pädagogik, nicht? Und, und wenn Widerstände, aus welchen Kreisen kommt das? Ja, es sind Widerstände natürlich dahingehend, als dass es nicht so einfach ist, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, Mensch, wir haben was Tolles gefunden, macht es doch einfach mal alle anders. Da gibt es ja ein ganz großes Fundament von psychologischen Zusammenhängen, die da entstehen, aus dem Unterbewusstsein geschult, über Generationen ist es so gemacht worden. Es müsste eine Revolution der Ausbildungsberufe auch stattfinden. Es gibt eben außer die Ausbildung, die man in der Andrea Kutscher Akademie belegen kann, nur eine Ausbildung zum Pferdewirt. Und die basiert noch auf 1884, das Gymnasium des guten alten Gustav Steinbrechts, Gymnasium des Pferdes. Und ist dann zwar ein paar Mal überarbeitet worden, aber entstammt eben auch nicht einem wissenschaftlichen Fundament, sondern das haben sich irgendwelche Rittmeister über Generationen ausgedacht. Jetzt wollen sie so kommen, dann auch noch als so eine Blondine wie ich und sagen, also wir machen es jetzt mal ein bisschen anders. Und da gibt es Alternativen. Das ist natürlich nicht einfach. Aber ich gehe damit sehr verständnisvoll um. Früher bin ich viel dagegen gegangen und habe gedacht, Mensch, ich verstehe das nicht, warum die nicht einfach alle umdenken und man die nicht einfach alle schütteln kann und sagen kann, das ist doch so viel toller so und es ist auch noch effizienter. Aber es braucht eben genau das, nämlich Beweise. Die schaffe ich über meine wissenschaftliche Arbeit und im Grunde genommen komme ich jetzt in den schönsten Status meines Lebens, dass ich aus einer ganz tollen Gelassenheit heraus das weiterentwickeln kann und verbreiten kann, weil das jetzt eben nicht mehr angreifbar ist. Und das war so mein großer Wunsch. Das hat viele Jahre viel Kraft gekostet. Die letzten 10 Jahre habe ich bestimmt manches Mal gedacht, dass mir der Widerstand auch zu groß ist. Aber ich habe den Menschen auch jetzt viel besser verstanden, warum der sich dagegen wehrt, woher kommen solche Mechanismen. Wir wissen alle selbst, wie schwer es ist, irgendeine Kleinigkeit an uns selber zu verändern. Jetzt kommt jemand und sagt, verändern Sie sich doch mal bitte. Und das funktioniert natürlich nicht. Man kriegt es bei sich selber kaum hin. Und darum ist in dieser Ausbildung zum Equine Coach auch ein ganz großer menschlicher Part drin, nämlich die ganze Pädagogik, Psychologie, Coaching-Inhalte, den Mensch da abholen, wo er ist, mitnehmen können, ausbilden können, Pferd und Mensch gemeinsam zu einer Partnerschaft zu führen. Und das ist jetzt, kommt eigentlich der schönste Teil meines Lebens. Freue ich mich für Sie. Das ist ja, es ist wirklich der Satz, der mich durch mein ganzes Berufsleben am stärksten geärgert hat, war immer der Satz, das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Das war ja ein geradezu die Hemmnis für jeden Fortschritt. Und wenn Sie das jetzt so gegen diese Mauern, wenn Sie auch nicht direkte Mauern sind, da antreten, da kann ich mir lebhaft vorstellen, dass Sie da große Widerstände erlebt haben. Aber Sie sind offenbar auch ein ganz großer Kampfgeist, der da sich da durchzusetzen vermag und erfolgreich sich durchzusetzen vermag. Die Ausbildung, von der Sie eben sprachen, mit diesen mehreren Abschnitten, wenn man das alles beendet hat, also die höchste Qualifikation erreicht hat, wie viel Zeit ist dafür dann erforderlich gewesen? Ja, also wenn man den Bachelorstudiengang belegt, dann ist das eine 3-jährige Ausbildung. Mhm, das Übliche. Das ist das, was wir aber erst hoffentlich in diesem Jahr anbieten können. Und im Moment ist es so, dass es sich erstreckt auf bis zu 4 Jahre. Das heißt, man kommt alle 3 Monate für 5 Tage zu mir in die Akademie. Wir haben 4 Standorte insgesamt, in Frankfurt am Main, in Hamburg, in Muri in der Schweiz und eben eine Dependance in San Diego, Kalifornien. Und an diesen Standorten ist man dann, je nachdem welchen man sich aussucht, alle 3 Monate für 5 Tage. Nach den ersten beiden Jahren erhält man die erste Zertifizierung, Certified in Equine Communication. Da kann man, hat man ein Zertifikat, dass man mit Pferden kommunizieren kann, die Sprache versteht. Dann kommt das nächste Jahr, das ist das Anreiten junger Pferde, das ist der Trainingskurs. Da geht es um Training, Ausbildung, Anreiten junger Pferde. Und das 4. Jahr, das ist dann die höchste Qualifikation, Equine Master Coach ist der Abschluss. Und da beschäftigen wir uns mit dem phobischen Training von Pferden. Also wie kann ich eine entstandene Phobie
im Pferd umtrainieren, ja, also eine Phobie in einen anderen. Kann man das schaffen? Das kann man schaffen. Ja, also ja. Das ist ja das, was ich in meinen ganzen Fernsehsendungen immer zeige, diese Dokumentarfilme. Vorher das traumatisierte Pferd, dann meine Arbeit. Und jetzt im nächsten Jahr folgt der nächste Schritt, hoffentlich dann auch bald wieder im Fernsehen, dass wir eben dann auch den Menschen mit auf die Reise nehmen, sagen, nee, wir müssen nicht nur das Pferd therapieren, sondern wir müssen auch den Mensch mitnehmen, damit das auch lang anhaltend zu einer Verhaltensveränderung führen kann. Aber wenn Sie diese vielen Studienplätze, also Studienorte, wo Sie unterrichten, dann wie kommen Sie da mit Ihrem Privatleben überhaupt noch zurecht? Also San Diego und mindestens dreimal in Deutschland, das ist ja fast nicht zu schaffen. Also haben Sie Privatleben? Also es ist meine Passion. Dieses Leben zu leben ist meine Passion. Und man muss Prioritäten setzen. Es bringt mir unheimlich viel Freude, das zu machen. Aber ja, ich achte auch darauf, ein gesundes Privatleben zu haben. Gut. Und immer mal zwischendurch auch wieder mich zu sammeln und ein bisschen auszuruhen. Aber ich bin ein extrem starker Kampfgeist und ich bin auch ziemlich schnell unterwegs. Und dementsprechend, ich arbeite schnell, effizient, habe ein ganz tolles Riesenteam hinter mir. Das ist ja mitentscheidend. Auch das, das haben Sie sich schon über diese 10 Jahre dann auch oder noch länger heranbilden können. Genau, es gab so Auf und Abs. Auch ich musste erstmal ein vertrauensvolles Team um mich herum bauen und basteln. Und das ist gelungen und mittlerweile bin ich wahnsinnig stolz auf meine ganzen Leute. Ich habe eine kleine Nachricht, wenn ich das richtig mal, dass der RBB ihre Akademie dafür geschlossen erklärt hatte, was nicht der Tatsache entsprach. Nicht? Also da gab es ja entweder einen bewussten Knüppel zwischen die Beine oder eben einen fahrlässigen. Wie kam das zustande, dass eine solche falsche Nachricht in die Welt gesetzt wurde? Ja, also wir haben da auch vom RBB nie richtig eine Antwort drauf bekommen, aber es ist ein Riesenstein durch die ins Rollen gekommen, der kaum aufzuhalten war und uns um viele Jahre zurückgeworfen hat. Die Hochschule für Equinologie wurde in Bad Saarow im Land Brandenburg staatlich anerkannt. Die Andrea Kutsch Akademie, die sitzt seit eh und je in Hamburg. Dort wurde sie gegründet, dort sitzt sie bis heute. Und die Hochschule für Equinologie ist praktisch diese institutionelle Akkreditierung. Die Institution gewesen für diesen Studiengang. Und als wir die Auflagen. Also die Universität. Genau, die Universität. Und als wir für diese. Oder Fachhochschule. Und als wir für diese Fachhochschule die Anerkennung bekommen haben, bekamen wir die Auflagen und haben dann entschieden, zugunsten des Projektes nicht im Land Brandenburg zu immatrikulieren. Also wurde die Hochschule für Equinologie in Bad Saarow nicht in Betrieb genommen. Daraus machte der RBB eine Nachrichtensendung und sagte: Andrea Kutsch Akademie geschlossen, alles nicht gelungen. Das ganze Projekt funktioniert nicht und so weiter. Und ich befand mich im Ausland zu dieser Zeit. Und das Dramatischste war eigentlich, dass alle möglichen Redaktionen das einfach abgeschrieben haben. Das lief in den Nachrichten. Die ganzen Reitmagazine haben eine Riesengeschichte gemacht. Im Jahr 2009 ging das richtig schlimm rund. Und wir bekamen diesen Stein nicht mehr aufgehalten. Also es war einfach, und es basiert auf einer völligen Erfindung und entzieht sich jeglichen Fundaments. Und ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, ob es Kalkül war, ob es ein Racheakt war, dass diese Schule jetzt nicht im Land Brandenburg ist. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es auch menschlich nicht verstehen. Aber, hat der RBB sich je entschuldigt für dieses Fehlverhalten? Leider weder entschuldigt, haben sie den großen Fehler eingeräumt. Tatsächlich, dann muss ich die Kollegen doch sehr mahnen, hier eine Wiedergutmachung zu leisten. Denn, ich wäre dabei. Das geht natürlich nicht. Also eine Falschmeldung in den Äther setzen und dann nicht korrigieren, wenn man sieht, dass man verkehrt gemacht hat. Das geht nicht. Also das ist eine Rüge an den RBB in der Hoffnung, dass diese Rüge auch ankommt und vielleicht zu einer Chance führt, das doch nochmal richtig zu stellen. Das ist ja ein Wunsch von Ihnen. Haben Sie weitere Wünsche überhaupt Sie sind ja im Augenblick auf einem maximalen oder optimalen Status. Gibt es da noch einen Wunsch, den Sie haben, wo Sie sagen, das ist noch ein Ziel, was noch ein bisschen in der Ferne ist? Ja, unbedingt. Also es gibt einen ganz großen, oder eigentlich drei. Das eine ist jetzt gleich drei, ich wäre ganz bescheiden, aber alle guten Wünsche sind drei. Einmal, dass wir es schaffen, dass wir im nächsten Jahr den Studiengang anbieten können. Das ist fast in trockenen Tüchern zum Greifen nahe, aber ich hoffe, dass das gelingt. Da bleibt also noch ein kleiner Wunsch. Und irgendwann Sie als Professorin ansprechen.
Nein, den brauche ich gar nicht, den Titel. Das Pferd gibt mir dann immer das Gefühl, dass es richtig ist, was ich mache. Und das andere ist, dass wir, wenn alles gut geht, ich habe ja viele Fernsehserien gemacht, Dokumentarfilme gemacht, über 200 insgesamt, habe mich dann zugunsten der Wissenschaft ein bisschen aus den Medien zurückgezogen und wenig Projekte gemacht in der letzten Zeit. Und jetzt im Moment ist es auch zum Greifen nahe, jetzt wünsche ich mir, dass es klappt, dass ich ab nächstem Jahr wieder eine Fernsehserie habe im deutschen Fernsehen. Mhm. Und zeitgleich am 15. diesen Monats beginne ich in San Diego meine ersten Dreharbeiten. Und wenn wir Glück haben, kommt dann auch noch eine kleine amerikanische Serie. Und wenn ich diese drei Wünsche in Erfüllung hätte, dann habe ich, glaube ich, die nächsten 20 wirklich, Jahre keine Wünsche mehr. Gut, ja. Aber der erfüllte Wunsch gebiert ja immer wieder einen neuen Wunsch. Also ja, insofern, das mag natürlich sein. Wenn Sie keine Chance haben, wunschlos glücklich zu bleiben. Aber ich finde das einen tollen Weg. Und gerade weil auch die Bereitschaft, ja, mit Pferden umzugehen, durch alle Generationen durchgehen, sind Sie eigentlich, gut, wenn Sie Studenten haben, sind das Jüngere. Aber sehen Sie auch bei Älteren die Bereitschaft, von diesem nun für diese älteren Menschen eingefahrenen Ritual doch wegzugehen, weil sie erkennen, aha, da ist etwas wissenschaftlich fundiert, was das eigene Reiten sehr in Frage stellt. Diese Bereitschaft besteht? Ja, also die Ausbildung zum Equine Coach in der Andrea Kutscher Akademie hat im Schwerpunkt die Zielgruppe der 30- bis 50-Jährigen. Ach so. Also das sind Menschen, die schon immer davon geträumt haben, mit Pferden zu arbeiten, zu tun zu haben mit Pferden und nie den richtigen Ausbildungsweg gefunden haben, weil sie sich gegen das bestehende System gesträubt haben und einfach nicht glücklich darin aufgehoben gefühlt haben. Und insofern kommen natürlich nur die, die diese Bereitschaft haben oder schon in ihrem ganzen Leben unglücklich waren mit dem bestehenden System, weil es gegen sie ging. Und es kommt ja auch dazu, ich habe einen ganz großen Kinder- und Jugendbereich und wir machen so Kindercamps, Kidscamps, Reiterferien und da drin hat es immer den Seminarcharakter, den Kindern beizubringen, wie Pferde kommunizieren. Und das ist so unglaublich schön und so bereichernd, weil diese Kinder ja nur diesen Wunsch haben, die haben diese ganze Intuition, wie wir das machen und auch erleben, dass das Pferd diese Kommunikation braucht, in sich. Die können also innerhalb von wenigen Tagen komplett referieren über das interspezifische Kommunikationssystem des Pferdes und nehmen das auf wie ein Schwamm. Und da gehen natürlich Eltern einher, die sagen, Mann, wie toll ist das denn? Ja. Die lernen in der Schule Konflikte nicht mehr mit Gewalt zu regeln. Und jetzt haben wir auch noch ein System, in dem sie lernen können, mit ihren Pferden genauso umzugehen, was sie sich ja von Herzen wünschen, weil Kinder lieben Pferde. Und das ist natürlich eine ganz schöne Sache. Ist es also eine Pädagogik, die weit über das Pferd hinausgeht, sondern auch die Menschen bildet? Und vor allem auch den jungen Menschen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie das also so in dieser Form auch tatsächlich weiterträgt. Ganz kurze Frage, weil wir in der letzten Minute sind. Ist ein Fohlen eines Pferdes, was die Kommunikation mit Ihnen gelernt hat, genetisch völlig wieder unbedarft oder erbt es die Verhaltensweisen von seiner Mutter? Also es hat natürlich eine DNA und erbt natürlich viele Charaktereigenschaften. Aber das große Fundament ist das, was es dann lernt. Und zwar aus dem Herdenverband kommt und dann in der gesamten Struktur im Umgang mit dem Menschen. Und wir können wissenschaftlich zum Beispiel nachweisen, dass die Rangfolge der Mutterstute in einem Herdenverband sich zum Beispiel nicht vererbt. Selbst wenn das Fohlen die ganze Zeit mitläuft, liegt wahrscheinlich an Spiegelneuronen, dass Pferde nicht nachmachen können, nicht mimiken können. Es konnte bisher nur in Menschen und in Primaten nachgewiesen werden. Also insofern, jedes Pferd ist ein Individualist. Über Generationen hinweg immer wieder ein neuer Ansatz. Richtig. Frau Kutsch, ich bedanke mich sehr, dass Sie, ich glaube, es hat sich mitgeteilt, wie dynamisch und weltweit unterwegs Sie sind, dass Sie dennoch die Zeit für uns hier genommen haben und für jeden Pferdeliebhaber, der wird mit Spannung diese Sendung gesehen haben, hoffe ich jedenfalls. Und ich freue mich, dass Sie da waren und ich freue mich, dass Sie, meine Zuschauer, diese Sendung haben sehen können. Nächste Sendung wird wieder ein ganz anderes Thema haben, aber wenn Sie jetzt mal ein Pferd wieder sehen, gucken Sie, wie mit diesem Pferd umgegangen wird. Vielen Dank, dass Sie uns dafür eine große Hilfestellung gegeben haben. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Dankeschön.
Alles gesagt, der RBB. Gut, ja. RBB hat haben wir noch mal rein. Der hat noch mal was reingewirkt. Bin ich mal gespannt, ob die was dazu sagen. Im Zweifel natürlich nicht. Ja, super. Das war mir aber doch wichtig. Also ich